So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu Captain of Industry. So sieht's aus. Arr. Wir sind wieder an Bord. Und ja, die Bäume sind gefällt. Wir können endlich Zeug bauen, was wir eigentlich schon lange vorhatten. Aber die Bäume standen im Weg. Wir haben das Holz ja einfach gegen Beton getauscht. Ich glaube, das war ein guter Deal. Jetzt können wir hier anfangen, so ein paar Dampfdinger zu bauen. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Da steht, wie viel bauen Sie Heizkessel? Einer. Und verbinden Sie es mit der Grundwasserpumpe 2. Gut, das heißt, wir bauen hier hinten noch eine. Kriegen wir eine hin, ohne einen Baum abzufällen? Kriegen wir. Sehr schön. Zack. Das haben wir. Ich meine, die Wasserrohre finde ich am besten, weil die am schnellsten hoch und runter gehen, nicht? Die brauchen halt nicht so eine Rampen. Ist relativ praktisch. So. Einfach bis hier. Und dann runter. Einfach bis hier. Und dann runter. Schon mal ganz gut. Dann würde hier auf jeden Fall erstmal das ankommen. Ich glaube, die brauchen einen Schornstein. Kann das sein? Das sieht auf jeden Fall danach aus. Und dann geben die Dampf raus. Da wir vielleicht noch ein paar mehr bauen, würde ich sagen... Ja, genau an der Stelle. Ich komme einfach nicht zurecht damit. Ups. Ich bin wirklich so ein Tastenlegastheniker. Kann's sagen, wie es ist. Ich drücke immer die falschen Tasten. Warum kannst du dich nicht verbinden? Das sind auch manchmal so die Momente, die ich dann nicht verstehe. Dann reiße ich es ab und auf einmal kann das verbinden. So. Warum machst du es nicht einfach automatisch, Spiel? So. Also, Okay, du willst immer noch nicht. Verstehe. Gut, dann nochmal weg. Immer noch nicht. Welchen ist vorhin gemacht? Vorhin hat das auf jeden Fall gebaut. Hä? Was macht der denn da? Ich glaube, ich musste hier, durfte nicht hier runtergehen, nicht? Das war das Thema. Weil er hier runter möchte. Nee. So. Und jetzt geht's. Nicht? Und das... Warum ist es so umständlich, genau das zu bauen? Aus der einen Richtung geht's, aus der anderen nicht. Aber okay. Man kriegt das hin. Und dann haben wir Dampfturbinen. Jetzt brauchen wir zwei Hochdruckturbinen. Da steht zwar eine, aber wir bauen zwei. Einfach, weil wir es können. Die braucht vier. Wartet mal. Da stehen ja Sachen bei. Vielleicht sollte ich mir die mal angucken. Der erzeugt 8. 8 in 10. Und der braucht 4 in 10. Warum baue ich da nicht 4? Okay. Und da kommt Dampf rein. Okay, auf der Seite kommt Dampf rein. Dann machen wir einen hier hin. So ein bisschen versetzt am besten. Wir werden eh 1000-mal alles umbauen später irgendwann.
So, Dampf kommt direkt. Was ist das? Was erzeugt der noch? Wasserdampf. Aber was ist... Ist das einfach nur Gas? Brauchen wir das? Und dann brauchen wir... Verbinden Sie das Rohr mit dem Dampfhochdruck vom Heizkessel. Okay. Lassen wir ihn das erstmal bauen. Und hier kommt irgendwas Zahnradmäßiges an. Ich wette, ich muss das nochmal umbauen. Aber hat er nicht gesagt, die Reihenfolge ist ihm egal? Ich kapiere es nicht. An den Stromgenerator an. Okay. Das ist der Stromgenerator. Alles klar. Ach, und das sind die... Oh, die sind aber groß. Und das sind die Schwungräder, die das speichern können, oder was? Alles klar. Die Reihenfolge war ja eben Wurst, nicht? Hat er gesagt. Und die brauchen jetzt noch ein Abwasserdingens. Dann brauchen wir ja einen zweiten Schornstein, kann das sein? Shit. Oder wir bauen einfach zwei Schornsteine. Für die Einfachheit halber. Und optimieren das irgendwann mal. Wenn ich jetzt hier noch was hinbauen muss, dann bin ich am Orschel. So, was fehlt noch, damit das funktioniert? Kohle, würde ich sagen. Das ist ein guter Einwand. Ah, okay, ist zu hoch. Machen wir nur zwei hier, ist vielleicht besser. Achso, ah, Kohle ist ja wieder... Ja, das Ding. Das würde nicht gehen. Das wäre zu weit. Mal. Dann gehen wir gleich hier vorne hier hin. Okay, das würde gehen. Weiß nicht, ob das was gebracht hat dann. Sieht so aus, als ob wir theoretisch immerhin noch überall rankommen und durchkommen würden. Ich frage mich nur... Ach, die liefern das... Die Kohle dann manuell hier hin. Und der produziert... Was mich so ein bisschen wundert, das Spiel hat so viele Details... Jetzt muss ich keinen Strom per Leitung irgendwo hinliefern. Nicht, es gibt keine Stromausgänge. Ich kriege einfach Strom. Das finde ich ein bisschen schwach. Also... Okay, die Elektronik haben wir genug. Platten. Die Platten sind ein Problem.
Ah, aber guck mal, wir haben jetzt genug Erde. Sehr gut. Mit dem zweiten Container haben wir dann auch mehr Erde mal auf Vorrat. Das war wichtig. Kohle haben wir hier prioritätsmäßig. Da ist Kohle drin. Eisen ist alle. Okay, weil wir beiden gesagt haben, Priorität auf Erde. Dann geben wir einem Priorität auf Eisen vielleicht. Das wäre schon ganz gut, wenn Eisen nicht alle wäre. Weil dann würden wir weiterhin Platten bekommen. Die Platten sind nämlich alle. Sehr gut. Der hat keine Priorität und der hat Erde. Ja, das ist okay. Können die sich so ein bisschen ausgleichen. Ich meine, sobald Erde hier... Okay, Erde ist eh voll. Dann würde ich sagen, gehen wir eh von Erde mal weg. Und sagen auf Eisenerz. Das gleiche hier. Erde erstmal wieder raus. Da müssen wir halt immer ein bisschen selber drauf achten. Weil das Problem ist, die baggern ja auch einfach Erde weg. Du kriegst mal kurz Kupfererz, damit du aufhörst, Erde zu schaufeln. Sehr gut. Und verschütten die einfach nicht. Das ist ein bisschen blöd. Oh, guck. Da kommt auf jeden Fall genug Dampf an. Hätte ich doch locker zwei Generatoren anschließen können. Schön saubere Verbrennung. Auf jeden Fall behebt das erstmal unser Stromproblem, bis die anderen Sachen fertig sind. Oh, ihr kommt da nicht mehr durch, weil der Baum im Weg steht. Er wartet. Wir brauchen Rettung. Der Baum muss gefällt werden. Deswegen wird hier auch nichts fertig, weil die das nicht anliefern können. Zack. Klong. Und warum wieder? Weil hier ein Stein liegt oder sowas. Ah, und hier ist ein Busch. Also das finde ich zum Beispiel affig. Also das ist so auch absoluter Scheiß in dem Spiel. Kann ich den Busch nicht irgendwie entfernen? Das ist doch total kacke. Wirklich, das ist einfach nur Pisse, die Idee. Du kannst den Busch nicht abbauen. Büsche sind immer da. Okay, wartet. Dann bauen wir jetzt irgendwas über diesen Busch drüber, damit er einfach weg ist. Und dann ist gut. Aber das ist alles Design-Flaws für mich. Die nicht sein dürften. Jetzt weiß ich nicht mal, ob er weggeht, wenn ich das so mache, ne? Jetzt ist er weg. So. Jetzt kann ich das wieder abreißen. Bescheuert. Also als ob sie den Feuer nicht selber wegnehmen konnten. So, und dann können die nämlich wieder rausfahren. Eigentlich. Ja. Okay, jetzt funktioniert's. Wegen eines Busches. Ah ja, naja. Geschmackssache, nicht wahr? Okay, es kommt auch wieder genug Eisen rein. Wir können die hier mal ein bisschen steigern von der Leistung. Dann kriegen wir auch mehr Dingsies rein. Und ja, dann wäre eigentlich wichtig, abpumpen.
das Schiff beladen, nicht? 240, wir haben nur 8 davon. Was fehlt denn dir dafür? Eigentlich nichts, oder? Dir fehlt Elektronik. Die kriegst du rein. Ah, die fehlen die Dinger von da oben. Und die sind wegen den Platten nicht da gewesen. Deswegen ist das leer gelaufen. Alles klar. Die Symbole könnten ruhig größer bleiben. Wenn man rauszoomt. Da hätte man eine bessere Übersicht. Gibt wahrscheinlich auch irgendeine Übersichtsseite. Oder hier unten vielleicht irgendein Diagramm oder so. Nein. Kohlekraftwerk, wir haben es geschafft. Wir sagen einsammeln. Dann kriegen wir nämlich 80 sofort. Und wir sollen wieder was forschen. Machen wir doch sofort. Fortschrittliche Dieselherstellung. Wenn er uns das sagt, machen wir es. Keine Bäume mehr. Ja, das ist erstmal okay. Als nächstes würde ich vielleicht hier vorne um die... Falls wir hier noch wartet. Ne? Ja, die. Kann ich das rückgängig machen? Ja, ne? So. Falls wir da noch einen bauen wollen, dann kommen wir da auch in Zukunft dran. Ich meine, die großen Dinger können durch einen Wald fahren, wo auch Geäst und Dinge im Weg sind. Aber noch nicht genug Platten da. Ich glaube nicht, weil du nicht genug hast, sondern weil ihr nicht genug habt, ne? Das heißt, hier müssen wir auch steigern. Wir haben ja noch genug Einigkeit übrig, um das mal kurz auszugleichen. Vielleicht eine zweite Dings hier nehmen wollten wir bauen, nicht wahr? War bis jetzt eigentlich gar nicht notwendig, aber... Was ist, wenn wir das hier... Können wir das Ganze... Ja, könnten wir. Okay, ich weiß noch besser. Wir versuchen es nochmal. Das würde genau dahin passen. Hätten wir nur mit den Anschlüssen vom Eisen und vom Kupfer ein Problem. Eigentlich nur vom Eisen. Machen wir mal. Und hier wird es spannend. Aber ich würde sagen, drauf geschissen. Die müssen dann eh außen rum fahren. Und ja, hier mit dem... Da können wir auf jeden Fall mit der Kohle abgehen. Und müssen da ran und beim Eisen können wir auch irgendwo hier abgehen und da direkt ran. Und hallo Hero, danke für den Raid. Willkommen, willkommen. Es geht heiß her mit Captain of Industry. Hast du auch Captain of Industry gespielt? Wahrscheinlich.
Schönen guten Abend. Schönen guten Abend zurück. Ja, hast du auch. Sehr gut. Ja, ich bin am Anfang. Ich kenne das Spiel gar nicht. Ich halte mich strikt an die Vorgaben. Und sowas wie Tipps und so beachte ich nicht. Also nicht sauer sein. Wir wollen die pure Experience beim ersten Durchlauf haben. Und Fehler machen. Denn ich finde Fehler wichtig, denn so lernt man. Und macht das beim nächsten Mal besser, weil man drüber nachdenkt. So, da wir das verdoppelt haben, können wir hier mal aufhören, die Leistung zu steigern. Das brauchen wir nicht mehr. Jetzt sollte hier endlich auch mehr reinkommen. Sehr schön. Das Spielende ist auch toll. Auf jeden Fall. Und außerdem auch ein bisschen, ich sag mal, UI, UX-Abläufe analysieren. Also wir haben schon ein paar Designfehlerchen gefunden, wo man sagen könnte, da müsste man nochmal rangehen. Jetzt ist die Erde wieder komplett leer. Shit. Okay, warte mal. Also Kohle brauchen wir, Eisen auch. Eigentlich brauchen wir hier hinten. Ihr könntet am ehesten Erde holen, nicht? Ich weigere mich noch, ein dediziertes Erdaushublager zu bauen. Ah, aber die Generatoren sind fertig. Die Schwungräder. 10 Megawatt. Ja. Das hier ist zum Beispiel auch, da hat das Tutorial ein bisschen versagt, fand ich. Aber egal, beim nächsten Mal bauen wir es besser. Wir bauen alles beim nächsten Mal besser. Wie viele Stunden hast du schon in dem Spiel? Das finde ich immer faszinierend. Manchmal haben ja Leute schon tausende Stunden. Das Spiel ist ja auch schon ein bisschen draußen. So wie ich im Worker sehr viele Stunden habe. Wir könnten die Schlacke zum Beispiel auch zusammenführen, aber... Oh, extra hoch und rüber. Nee. Passt schon. Okay, genug Platten auf jeden Fall da. Sehr gut. Was fehlt dir immer? Eigentlich nur die Verbindung zu dem. Komm, das bauen wir jetzt mal. Das reicht mir jetzt. Wir gehen jetzt hier hoch. Sowas zum Beispiel. Mir fehlt manchmal die Kontrolle darüber, wie ich Sachen schöner bauen kann, sage ich mal. Wir müssen hier hin. Dahin. Dorthin. Und runter. So. Dann baut das mal. Wunderhübsch, oder? Ein Perpetuum mobile. Ich habe 160 Stunden. Ach, das ist aber auch noch nicht so viel. Du bist ja auch noch wahrscheinlich im ersten oder zweiten Run. Sofern man ihn komplett durchspielt. Ich kenne Leute, die hängen bei 900 Tagen oder so. Da habe ich das Spiel kennengelernt. Aber extra immer nur wenig zugeguckt. Damit ich mich nicht selber zu viel spoiler, weil ich wusste, ich will es irgendwann nochmal spielen. Ich habe 15 Stunden in der Alpha, 15 Stunden in der Beta. Update 1 ausgelassen und jetzt seit Update 2 angefangen mit 75 Stunden. Ja, okay. Das geht ja auf jeden Fall. Summiert sich halt dann doch irgendwann die ganzen Stunden. Ich meine, wie viel habe ich inzwischen? Ich guck mal rein. Ein paar Folgen haben wir ja auch schon aufgenommen. Wir nehmen nämlich nebenbei auch immer für YouTube auf und schneiden das dann so in kleine Häppchen. Und ich guck mal, wir haben inzwischen 10 Stunden. Naja.
Noch am Anfang. Jetzt sind Ziege alle. Ja, Erde. Jetzt holt doch mal die Erde. Du hast Eisenerz, dann kriegst du Erde. Warum können wir nicht Müll in Ziegel umwandeln? Das wäre doch mal was. Wasser reicht hier. Wasser passt. Kohle passt auch. Und die laufen jetzt gar nicht mehr. Oder? Doch, der läuft noch. Die anderen nicht. Das heißt, da wird schon ordentlich verbraucht. Krass. Die schaffen doch eigentlich 8 Megawatt. Warum läufst du noch? Du sollst doch eigentlich eine niedrigere Priorität. Weil du 1 hast. Warum hast du 1? Der hat P11? Ja, warum hast du P1? Ja, P11 ist doch sinnvoller. Dann verheizen wir doch nicht unseren guten Diesel hier hinten. Schön. Aktueller Stand ist bei mir das erste AKW gebaut. Heute Goldschmelzen aufgebaut, demnächst Altlasten umbauen. Naja, ich glaube, das ist bei dem Spiel ein ganz großer Punkt. Altlasten umbauen. Weil es kommt ja immer auch was dazu, wie Bäume pflanzen. Das Pflanzen von Bäumen stellt eine erneuerbare Holzquelle dar. Zunächst müssen sie junge Bäume erhalten, indem sie sie in Farm anbauen. Ach, du kriegst die Motten. Eine Forstkontrollturm ist erforderlich. Was? Forstkontrollturm? Okay. Um Baupflanzgebiete ausweisen zu können. Er besitzt eine Fläche, welche Arbeitsfläche ist. Diese kann ähnlich wie beim Bergbaukontrollturm geändert werden, um Bäume pflanzen und ernten zu können. Müssen sie im Forstgebiet innerhalb dieser Fläche ausweisen. Das ist klar, also funktioniert gleich. Sie müssen außerdem ein Fahrzeug mit der Bezeichnung Baumpflanzmaschine bauen und es dem Forstkontrollturm zuweisen. Sobald junge Bäume verfügbar sind, nimmt die Baumpflanzmaschine diese automatisch auf und pflanzt sie an den angewiesenen Gebieten. Sie können Bäume auch manuell platzieren, um sie genau dort zu haben, wo Sie sie haben möchten. Die verfügbaren Baumarten finden Sie im Baummenü. Platzieren Sie Bäume, werden sie ebenfalls von der Baumpflanzmaschine gepflanzt. Die Holzvollernte ernten automatisch ausgewachsene Bäume, sofern diese sich in den ausgewiesenen Gebieten befinden. Okay. Und hallo Pepes Welt. Willkommen, willkommen. Ja gut. Da wir aber noch genug Bäume haben und mich die Bäume nerven, würde ich jetzt noch keine Baumpflanzsachen bauen. Wir gucken aber mal, nicht? Wir können jetzt hier einzelne Fichte, Tanne, Birke, Ahorn, Eiche oder auch eine Palme bauen. Können wir die auch in die Stadt setzen? Die können man auch in die Stadt setzen, teilweise? Nee, wollte sagen. Ah, er schaltet zu langsam um. Seht ihr das? Auch nicht gut. Er braucht 2-3 Frames, bis er mitkriegt, dass er da nicht bauen darf. Das ist immer schlecht, weil wenn man im falschen Moment vielleicht klickt, dann kann man die Sachen doch da platzieren. Aber ich glaube, die Prüfung ist nochmal eine andere und lässt das nicht zu, aber die Anzeige ist falsch. Na gut. Was haben wir hier hinten? Was haben wir noch? Fruchtbarkeit vom Farm. Oh nee, das lernen wir heute nicht mehr. Der Forstkontrollturm, den lassen wir uns mal als noch offen. Wartungsdepot haben wir inzwischen, nicht? Ja. Das heißt, da kriegen wir auch mehr Wartung raus. Wir brauchen 152, haben 250, das ist gut. Destillationsstufe 2 ist fertig, okay. Und die Gasfackel ist da, oha. Da kommt also einiges morgen auf uns zu, würde ich sagen. Ja, wir haben inzwischen Energie, Pepe. Es läuft, es läuft. Wir haben überall auf jeden Fall wunderschöne Systeme miteinander verbunden. Es ist ein Fest. Und der ist jetzt auch automatisiert. Sehr gut.
Das heißt, an sich sind wir fast wunschlos glücklich. Wir haben auch noch Arbeiter übrig. Es wohnen 405 von 410 inzwischen da. Alles klar. Das Schiff wird noch beladen. Das ist noch nicht fertig. Und dann könnten wir es dann loslassen, wenn die 11 Materialien noch da sind. Das wird noch kurz dauern. Mangel an Erde. Ja, Mangel an Erde. Ich habe schon reingestellt. Priorität. Aber das wird halt manchmal beachtet, manchmal nicht. Ja. Solange hier noch genug drin ist, mache ich mir da nicht so Sorgen. Da fällt immer Erde nebenbei ab. Er baggert hier zum Beispiel auch fleißig Erde. Das ist halt, das schwankt halt sehr, sehr stark, nicht? Mal sind die Lager voll und dann sind sie leer. Dann sind sie voll, dann sind sie leer. Dann sind sie voll, dann sind sie leer. Ich könnte natürlich jetzt sagen, hier so. Priorität. Ey, die ist höher. Vielleicht würde das dann alle auslösen, eher mehr Erde abzuschöpfen. Aber dann vernachlässigen sie vielleicht Eisenerz und Kohle. Das ist mir nämlich auch schon passiert. Aber ja. Keine Forschung. Okay, letzte Amtshandlung für heute. Wir geben noch Forschung drauf. Ich weiß nicht wieso, aber die erweiterte Logistik klingt nach etwas, was mir gefallen könnte. Und deswegen machen wir das jetzt. Und dann geht's morgen mit der Destillation Stufe 1 und Stufe 2 weiter. Wir müssen eine Stufe 1 und Stufe 2 bauen und miteinander verbinden. Dafür würden wir dann aber hier das noch lesen, glaube ich. Obwohl es dafür wieder keinen Punkt gibt, nicht wahr? Das ist ja sehr interessant. Das heißt, da müssen wir selber nochmal gucken. Wir haben auf jeden Fall die drei neuen Gebäude und können neue Produkte auch herstellen. Sehr, sehr wichtig. Fruchtfolgepflanze. Was könnten wir jetzt machen? Jungbäume. Oder die Fruchtbarkeit wieder erhöhen. Ah. Alles zu seiner Zeit, würde ich sagen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge Captain of Industry wieder. Bis dann.